und herzlich willkommen zu einer weiteren Trailer-Mod-Vorstellung. Heute haben wir es mal wieder richtig raus hier, dass euch nicht langweilig wird. Will ich jetzt einen Kügel-Trailer vorstellen. Auch wieder aus dem SCS-Forum. Und die wollen wir uns natürlich anschauen. Gibt es leider nicht beim Trailerhändler, sondern ist im Frachtmarkt zu finden. Also irgendwo im Nirgendwo, halt im Spiel halt, bei irgendwelchen Unternehmen, Firmen, wie auch immer. Aber ist halt ein Mod, logisch. Und ich will euch den natürlich nicht vorenthalten. So. Upp. Wollen wir nicht zu weit fahren hier? Schauen wir mal. Trailerkabel funktioniert, habt ihr gesehen. Es schwippt ran. Liftachs haben wir keine mit dabei. Aber halt immerhin schöne Lampen. Ne? Oben, unten, vorne und hinten. Schmutzfänger, überall sind Lampen dran. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus, ne? Gibt's natürlich auch Skinpacks, auch im SCS-Forum. Link dazu in der Beschreibung. Da kommt ihr hin, da könnt ihr euch sogar irgendwelche Skins runterladen, ne? Wenn gewünscht, ne? Dann ist er hier nicht so weiß nackig. Template gibt's natürlich auch dazu. Könnt ihr natürlich auch selber skinnen, ne? Die Möglichkeit ist hier auch gegeben. Kleiner Lichttest heute mal beim Trailer. Zack. Machen wir das Licht an hier bei der Bude. Da habt ihr jetzt hier praktisch, könnt ihr schon gut erkennen, die Lichter oben unten, die Positionsflächen an der Seite. Und jetzt natürlich hinten, ne? Also er kommt schon gut rüber, so ist es jetzt nicht, ne? Rücklicht, Bremslicht, alles vorhanden, alles leuchtet und funkelt hier, ne? Sogar Kennzeichenbeleuchtung. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ist halt leider nur, wie schon gesagt, im Frachtmarkt erhältlich, aber ansonsten ist er ja gar nicht so schlecht. Das wollen wir mal rausschneiden. Keiner hat es gesehen. Passt. So, kommen wir kurz zum Fazit. Also, wir haben jetzt hier den Kügeltrailer als Kühler. Leider nur im Frachtmarkt zu finden. Also, das heißt, irgendwo halt steht er halt rum. Müsst halt mal ein bisschen gucken. Und ansonsten Standalone. Ihr habt ein Template mit dabei. Könnt ihr also auch selber skinnen, wenn gewünscht. Es gibt aber auch Skins dazu. Ne? Wir fahren jetzt mal Richtung. Nee, wir fahren nicht Richtung Rostock. Wir fahren geradeaus weiter. Wie schon gesagt, Template gibt es, alles in der Beschreibung. Skinpacks gibt es mit maximal 60 Skins, also ist schon nicht ohne mit der None, ne? Und was gibt es sonst noch? Nichts mehr, oder? Trailerkabel funktionieren. Liftachse haben wir keine. Aber ansonsten sieht er schon mal gar nicht so schlecht aus, ne? Also man kann sich sein Portfolio hier ein bisschen erweitern, auch mit Mod-Trailern, da die ja nach wie vor funktionieren. Ne? Leider zwar nur im Frachtmarkt, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. So, hier fährt der Mähdrescher und produktiv macht er nichts, außer durchs Gemüsefahren hier. So, sonst gibt es hier nichts mehr hinzuzufügen. Falls ihr dazu Fragen habt, einfach kommentieren oder halt dann im SCS-Forum nachfragen. Ob es halt da noch. Vielleicht gibt es hier und da mal noch eine Erweiterung für den Trailerhändler, dass man den vielleicht irgendwie noch separat nochmal tunen, pimpen, was auch immer kann. Da lassen wir uns mal überraschen, ne? Ansonsten wünsche ich euch nun viel Spaß mit dem Kügeltrailer und ja, allzu gute Fahrt, bis bald, macht's gut und tschüss.